Offiziell herzlich willkommen zum heutigen DigiSnack. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Das Thema wird sein Peggy, drei Tools für das Aufgabenmanagement. Werde ich gleich nochmal dazukommen. Bevor das losgeht, natürlich ein herzliches Willkommen an alle nochmal, auch für die Neuankömmlinge. Und zuerst bei uns, wie es immer gibt, ein kleines Video zum Beginn und dann geht's direkt ins Thema, ohne zum Zeit verlieren. Offiziell nochmals herzlich willkommen. Heute Thema drei Tools für ein effizientes Aufgabenmanagement mit der Peggy Hegewald. Hallo Peggy, nochmals von meiner Seite. Peggy ist bei uns Trainerin, sie ist selbstständig ebenfalls und ist unser Office 365 oder Microsoft 365 Profi oder Guru, kann man fast langsam sagen. Und sie fokussiert sich heute auf die Thematik mit den Aufgabenmanagement-Tools mit Microsoft 365. Dieses Event geht eine Stunde, wie üblich, und ein paar Eckdaten nochmals jetzt genau dazu. Mein Name ist Abdulkerim Aydemir, ich bin Product Manager bei der Firma Digicom für Cloud Trainings sowie auch für Microsoft 365 bzw. Microsoft Office Trainings. Wir sagen aneinander du hier bei den DigiSnacks und ich bin heute der Moderator. Und ich freue mich sehr recht herzlich, wirklich das kostenlose Angebot, die DigiSnacks zu präsentieren. Und heute mit der Peggy zum Thema Aufgabenmanagement. Ein paar Eckdaten noch. Ich stelle gleich nachher das Mikrofon für alle stumm. Wenn ihr das schon bereits gemacht habt, ist super. Auch die Kameras könnt ihr sehr gerne auch ausschalten, da das Webinar aufgezeichnet wird und im Anschluss natürlich auf unseren Online-Kanälen veröffentlicht werden kann und veröffentlicht wird. Chat und die Teilnehmerliste ohne Sorge bleiben immer verborgen. Und wenn Fragen sind, bitte den Chat nutzen. Ich werde da versuchen, die zum Teil auch gebündelt dann an Peggy zu stellen oder vereinzelt, wenn es gerade zum Thema passt. Oder am Schluss werden wir nochmals sicherlich 10, 15 Minuten Zeit haben, nochmal Fragerunden zu starten bzw. Peggy zu durchlöchern nachher. Die Präsentation folgt im Nachgang, vermutlich morgen oder am spätestens Montag von dieser Präsentation. Und wenn irgendwelche Fragen sonst da sind, kann man mich jederzeit sehr gerne kontaktieren. Gut, also ich übergebe gleich das Wort an Peggy. Aber bevor ich das natürlich mache, Peggy, jetzt musst du ein Co-Host sein. Ja, jetzt soll es gut sein. In dem Fall, the stage is yours, Peggy. Du darfst gerne übernehmen. Ja, dann versuche ich doch jetzt gerade noch, dass mit dem Screenshare passt. Ja, du hast mich berechtigt, sehr gut. Dann auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Wie schon gehört, mein Name ist Peggy und genau, ich bin normalerweise als Freelancer unterwegs, also hauptberuflich im Grunde genommen in der Business-Analyse und im Test-Engineering, aber mein Herz habe ich schon ganz früh, schon während des Studiums auch so ein Stück weit an Trainings verloren, sodass ich immer schon seit vielen Jahren nebenher auch als Trainer unterwegs bin und da momentan wirklich mit Fokus auf Microsoft 365 und Digital Workplace. Und heute finde ich ein wirklich sehr spannendes Thema, was ich heute präsentieren darf, weil wir haben ja im Bereich Microsoft 365 jetzt in den letzten Jahren doch recht viele neue Tools bekommen, was jetzt so roundabout Aufgabenmanagement betrifft. Das jüngste Familienmitglied seht ihr hier gerade ganz rechts. Das ist Lists, also Listen, die man dort erstellen kann. Und es kommt immer sehr oft so die Frage, okay, To-Do, Planner, Lists, okay, es ist ja alles eigentlich ein Tool, womit ich Aufgaben managen kann. Was hat sich denn Microsoft überhaupt dabei gedacht, beziehungsweise wann nutze ich denn jetzt überhaupt welches Tool? Also warum hat man denn überhaupt so eine große Auswahl?
Und das wird auch heute so ein Hauptthema sein, dass wir uns mal anschauen, wie sehen die aus, wann nutze ich das, was gibt es da so für, so für Praxisbeispiele, wie man das verwenden kann. Und genau, das werde ich heute versuchen, in dieser Stunde euch mal so ein Stück weit Beispiele zeigen zu können. Bevor wir jedoch einsteigen, bin ich persönlich mal ein bisschen neugierig zu hören, wer von euch dann bereits mit diesen Tools gearbeitet hat. Und da seht ihr jetzt hier gerade eine Abfrage. Und das funktioniert so, dass ihr mal bitte auf die Seite geht von, also einfach mal eingebt über Handy oder im Browser, www.menti.com. Und dann werdet ihr nach einem Code gefragt. Und da mal bitte diesen Code eingeben. Und erhaltet ihr dann die Frage, mit welchen der drei Tools ihr denn bereits gearbeitet habt. Ihr könnt auch Mehrfachnennungen machen. Also wenn ihr schon mit allen drei Tools gearbeitet habt, dann gern alles drei anhaken. Und klar, entsprechend, wenn ihr nur erst mit einem davon, dann eben nur eins. Und wenn mich die Technik nicht im Stich lässt und das funktioniert, sollte auch hier direkt in Echtzeit das Ergebnis erscheinen. Genau. Also www.menti.com eingeben, dann den achtstelligen Code und dann gern mal ankreuzen, womit ihr bereits unterwegs wart. Da ich jetzt hier gerade noch kein Ergebnis habe, fürchte ich. Kann sein, wenn du einmal hart drückst, im Allgemeinen kannst du dann die Resultate aus- und einblenden, wenn du im Präsentationsmodus von Menti bist. Also ich bin nicht normalerweise, ich tue jetzt gerade mal parallel, öffne ich gerade mal Menti direkt im Browser. Und genau, da sehe ich auch schon das Ergebnis. Das ist da. So, okay, das ist 27. Abdul, ich glaube, wir sind heute ungefähr 27, also passt so ziemlich komplett. Und das ist, ja, ich muss sagen, es ist nicht ganz überraschend, das Ergebnis. To-Do ist das älteste Tool, was es gibt von der Microsoft-Palette für Aufgabenmanagement. Daher nicht überraschend, dass so ziemlich bis auf eine Ausnahme ihr alle bereits mit To-Do gearbeitet habt. Planner gibt es jetzt ungefähr, oh Gott, ein Jahr, eineinhalb Jahre schätzungsweise. Aber auch hier hat schon ungefähr die Hälfte mit euch damit gearbeitet, sehr gut. Ja, und Lists, ja, so als das jüngste Familienmitglied, das muss noch so ein bisschen sich durchsetzen. Aber auch hier trotzdem immerhin schon drei, die von euch damit schon ihre Erfahrungen sammeln konnten. Super. Ja, dann ganz lieben Dank. Dann schauen wir doch mal rein in die verschiedenen Tools. Genau, wie gesagt, die drei Fragen oder die vier Fragen, wie schon angedeutet heute, die Unterschiede, wann nutze ich was. Ich würde dann später auch nochmal gucken, wie man das denn in Teams einbinden kann, weil alle drei Tools lassen sich wunderbar in die ganze Teamarbeit mit einbinden. Auch da würde ich gern noch das eine oder andere euch zeigen wollen. Und wenn mir die Zeit nicht einen Strich dadurch macht, würde ich dann gern auch nochmal auf die Mobilversion wechseln wollen. Also mein Handy habe ich auch parat und dann würde ich euch da auch gerne nochmal das eine oder andere zeigen, wie das Ganze mobil, also von unterwegs aus funktioniert. Genau, das heißt heute, wo bewegen wir uns in diesem Periodensystem? Im Grunde genommen da, was gerade so schön aufleuchtet, genau, also gucken uns halt Task an, To-Do, Planner, die Einbindung in Teams und ganz oben links das Lists. Es fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum hat die Peggy den SharePoint hier eingebunden? Das liegt daran, weil Lists ist eigentlich nichts anderes für die von euch, die mit SharePoint unterwegs sind. In SharePoint konnte man ja schon länger Listen erstellen. Und das ist eigentlich so, ja, die Eltern des heutigen App von Lists. Also letztendlich ist das von SharePoint, hat man das sozusagen rausgenommen und eine eigene App daraus gemacht. Von den verfügbaren Versionen, das zeige ich auch immer gern mal noch, weil ja nicht jeder von uns
in Windows-Umgebungen unterwegs sind. Einige sind ja auch mit Apple unterwegs. Und gerade für die von euch, die da auch gern mobil damit arbeiten, schaut immer gern mal rein, inwiefern sind denn die Tools mobilefähig oder nicht? Oder was habe ich für Möglichkeiten? Und das sehen wir hier, dass alle Tools, also To-Do, Planner und Lists, sind auf jeden Fall im Browser aufrufbar. Das wird auch heute am Anfang sein, dass ich wirklich in der Browser-Version unterwegs bin. Für den Desktop, also Desktop heißt für Laptop, für PC, da schaut das Bild schon ein bisschen anders aus. Da ist Teams klar als App verfügbar, To-Do und Planner, Lists nicht. Also Lists ist nicht möglich, dass ihr das bei euch auf dem PC installieren könnt. Und in der mobilen Landschaft, da ist auch Lists noch so ein bisschen, ja, noch so, ja, ist einfach noch ein sehr junges Familienmitglied, das muss ich noch erstmal noch wachsen und gedeihen. Da allerdings überraschend für iOS bereits verfügbar, also alle, die von euch ein iPhone haben, ihr könnt Lists als App runterladen im App Store. Für die, die mit Android-Geräten unterwegs sind, wie ich, wir können das noch nicht als App runterladen. Allerdings gibt es da eine andere Möglichkeit und das ist auch das, was ich euch am Ende gern zeigen will, weil auch, sage ich mal, die, die mit Android unterwegs sind, können auch Lists auf dem Mobile Phone nutzen, und zwar dann über SharePoint. Das schon mal so in Vorausschau. Genau. So. Aber jetzt gehen wir wirklich direkt rein in diese Tools. Und wie gerade schon gesagt, ich werde jetzt zunächst in der Browser-Version unterwegs sein. Also das heißt, ich bin jetzt hier ja, in einem Internetbrowser und kann dort über meinen Account, den ich habe, mir die einzelnen Tools ja, öffnen. Und ich starte jetzt mal hier zunächst mit Planner als Tool. Und das ist im Grunde mal so die Startseite. Und wenn ich jetzt hier mal beispielhaft einen Plan öffne, den ich habe, dann sieht man eigentlich schon so dieses ganz typische Ansicht von Planner. Die Hälfte von euch hat bereits schon mit Planner gearbeitet. Für die, die jetzt das vielleicht noch nicht gesehen haben, im Grunde genommen ist Planner wirklich so eine Board-basierte Variante. Also ich habe hier mal, hier sieht ein Board, ich kann da verschiedene Aufgaben hinzufügen. Ich kann die Aufgaben auch noch um ein Vielfaches erweitern mit Checklisten, das sieht man hier. Ich kann das Ganze mit Anhängen versehen, das ist jetzt hier mal eine Anleitung, die herbeigefügt ist. Ich kann Fälligkeitsdaten sagen, also bis wann muss denn welche Aufgabe erledigt sein, und ich kann das natürlich auch zuweisen. Das heißt, es ist wirklich so ein Instrument, was ich vor allen Dingen nutze, wenn ich wirklich mit einem Team zusammenarbeite, wo man vielleicht so Meetings hat, wo man sagt, okay, der Abdul, der macht jetzt, muss man noch ein Feedback einholen, oder der Michael soll mal die Trainingsunterlagen aktualisieren. Also alles, was so ein Stück weit so ein planerisches Element da drin hat, deswegen auch Planner. Um dann so eine Aufgabe hier hinzuzufügen. Das geht auch sehr schnell. Man hat dann hier im Grunde so diese Schaltflächen. Da kann ich dem Ganzen erstmal so einen Namen geben. Was wäre so eine Aufgabe? Training konzipieren. Bleiben wir mal so in diesem Schulungsthema. Schön mit Rechtschreibfedern. So, jetzt. Und Enter. Und schon hätte ich diese Aufgabe drin. Und wenn ich diese Aufgabe öffne, dann bekomme ich hier wirklich nochmal so ein größeres Formular angezeigt, wo ich jetzt wirklich noch viel mehr hinterlegen kann. Also ich kann wirklich auch relativ komplexe Aufgaben hier erstellen. Ich kann hier schon mal sagen, zu welchem Bucket gehört das? Was ist ein Bucket? Bucket ist eigentlich so ein Themenkomplex, den man sich hier konfigurieren kann. Ich habe jetzt hier mal so als Bereich Projektmanagement, Testing oder explizit irgendwelche Blocker. Und kann ich sagen, wo gehört das dazu? Ich kann den Status versehen. Status meint wirklich so die Prozessierung der Aufgabe. Ich kann eine Priorität machen. Interessanter ist vielleicht wirklich dann hier unten diese Checklisten. Und da könnte man sich nämlich überlegen, was muss denn alles gemacht werden, um am Ende diese Aufgabe wirklich geschafft zu haben. Und Trainingkonzeption ist vielleicht am Anfang Recherche des Themas.
dann gehört vielleicht dazu, wirklich ein Konzept zu schreiben. Etc. Also hier kann ich wirklich so eine richtig nochmal so Teil-Unteraufgaben machen und ich kann dann auch wählen, soll das auf der Karte angezeigt werden, ist das, was wir im Hintergrund haben, hier sieht man es auch, hier habe ich das anzeigen lassen, oder nicht. Genau, das sind hier so diese Häkchen. Ich kann, wie gesagt, Anlagen hinzufügen, das ist so der Klassiker, so wie man es schon kennt, es öffnet sich eine Datei und jetzt sind wir hier mal so, irgendeine Datei. Auch das kann man hinterlegen und auch hier kann ich wieder bestimmen, soll das Ganze angezeigt werden auf der Karte oder nicht. Wichtig ist, ich kann immer nur eins von beiden anzeigen. Genau, und ich kann das Ganze auch noch kommentieren. Und wie gesagt, das ist eines der wichtigsten, im Grunde genommen, ich kann es dann letztendlich auch zuweisen. Abdul ist jetzt hier in dem Fall in meinem Team und daher kann ich ihm das sagen, so, der liebe Abdul soll das machen. Und voilà, schon hat man die Aufgabe, die ihm jetzt zugewiesen wird. Vorteil von diesem Planner, weil jetzt bin ich hier wirklich so in diesen Bucket-Sachen drin, gerade so in der Teamarbeit ist ja momentan immer auch so agile Vorgehensweise immer so ein großes Thema. Ich kann das Ganze auch als Kanban-Board nutzen. Dafür wechsle ich die Ansicht von nicht mehr in die Bucket-Ansicht, sondern in die Status-Ansicht. Und dann kann man das hier, so wie man es vielleicht auch von anderen Tools kennt, dann wirklich auch die Sachen verschieben. Dann ist es jetzt hier in Arbeit. Und wenn der Abdul dann fertig wäre, könnte er es noch auf erledigt setzen. Also das ist eigentlich so Planner. Ne? Also wir haben hier diese Kärtchen. Ich kann jede Aufgabe relativ komplex beschreiben. Ich kann das Teammitgliedern zuweisen. Ich kann es auch mehreren Teammitgliedern zuweisen. Auch das geht. Und ich habe zusätzlich die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel vielleicht so ein Teamlead habe, dann auch zu gucken, wie schaut denn die Verteilung aus. Also ich habe hier wirklich auch noch so Controlling-Möglichkeiten. Wie schaut es jetzt aus mit To-Do? Jetzt wechsle ich mal bei To-Do in die Ansicht. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen unspektakulärer aus. To-Do hat auch viele Neuigkeiten hinzubekommen, seitdem es Planner gibt. Weil was ist To-Do? To-Do ist eigentlich so mein privater Arbeitsbereich. Also hier kann ich für mich meinen Tag gestalten. Hier kommen auch alle Aufgaben konsolidiert zusammen. Also wenn wir jetzt mal hier auf mir zugewiesen gehen, sehe ich im Grunde genommen alle die mir zugewiesenen Aufgaben. Es sind aber nicht nur die Aufgaben, die ich mir selber jetzt hier in To-Do erfasst habe, sondern wenn wir uns das mal hier anschauen, sehe ich, hier sind auch Sachen von Planner drin. Und das ist auch das Neue. Also To-Do fasst alle Aufgaben zusammen, wo ich in einem Team bin von anderen Plannern. Also wenn ihr zum Beispiel, weil ihr mehreren Teams zugehörig seid, mehrere Planner habt und ihr seid überall, habt ihr irgendwie Aufgaben zugewiesen, dann braucht ihr eigentlich nicht, dass ihr dann immer hier in die verschiedenen Planner schaut und guckt, wo sind denn jetzt meine Tasks, sondern eigentlich macht diese Arbeit To-Do. Also To-Do merkt was, okay, jetzt ist da der Peggy wieder was zugewiesen worden, dann wird das synchronisiert mit To-Do und ich habe hier alles konsolidiert und kann im Grunde dann daraus für mich meine Aufgabenliste zusammenstellen. Was heißt Aufgabenliste zusammenstellen? Das ist im Grunde genommen die Option hier oben, mein Tag. Weil hier kann ich jetzt wirklich ausgehend von, was ich hier unten habe, was ist wichtig, was sind so geplante Themen, was wurde mir zugewiesen, gekennzeichnete E-Mails ist das, was in Outlook möglich ist, dass ich eine E-Mail kennzeichnen kann. Auch das würde hier reingespielt werden. Und Tasks hier unten, das ist das, was ich mir selber privat, sage ich jetzt mal, oder für mich selber als Aufgaben außerhalb von Planner oder außerhalb von anderen Tools für mich aufgebaut habe, kann ich mir jetzt aus diesen ganzen Optionen im Grunde immer meinen Tag zusammenklicken. Und bei mir ist mein Tag heute noch leer, das habe ich extra leer. Lassen, das mit euch zu machen, weil ich bekomme hier dann Vorschläge und dann kann ich für mich immer gucken, was möchte ich denn heute machen. Und jetzt kann ich sagen, okay, weil das ist ja alles heute fällig, also macht es Sinn, dass ich mir das heute in meinen Tag hineinnehme. Und jetzt kann ich gucken, okay, sind Sachen überfällig? Mag ich halt nicht machen. Okay, jetzt habe ich hier noch irgendein Ticket versehentlich gelöscht, könnte wichtig sein, nehme ich mir auch heute in meinen Tag rein.
Also das ist im Grunde genommen To-Do. To-Do ist mein Bereich, ich plane meinen Tag und ich habe alle Aufgaben konsolidiert an einem Ort. Wie gesagt, Planner ist wirklich nochmal so, wenn ich im Team unterwegs bin, wo man zusammen ein Projekt macht, wo man zusammen in einer Abteilung ist, wo man dann im Rahmen von irgendwelchen Meetings Aufgaben geplant hat, kann die dann zuweisen und man kann auch den Fortschritt nachvollziehen und auch gucken, wie ist denn die Verteilung im Team. Peggy, vielleicht eine Zwischenfrage. Meine Frage war, welche Apps oder externen Apps können eingebunden werden? Deine Seite nehme ich mal an, aus der Office-Familie, welche Aufgaben können hier angezeigt werden, aus welchen Apps? Und aber auch können auch externe, andere Apps hier eingebunden werden, dass unter zum Beispiel meinen Aufgaben oder Ihnen zugewiesen auch in Anführungszeichen die Aufgaben zusammengefasst werden können. Also ich bleibe jetzt mal in der Office-Familie. Also was hier alles reinkommt, ist Outlook. Das sind die gekennzeichneten E-Mails. Auch wenn ich in Outlook eine Aufgabe erstelle, landet das auch hier drin. Wie gesagt, Planner ist eingebunden, das kommt rein. Was nicht eingebunden ist, das nehme ich schon mal vorweg, ist Lists. Also wenn ihr innerhalb von Lists Sachen zugewiesen bekommen habt, die sind leider nicht hier drin. Genau, und natürlich die To-Do selber, die To-Do-Aufgaben, die dort drin sind. Das fließt alles hier rein. Genau. Inwiefern extern, kann ich pauschal jetzt nicht so beantworten. Müsste man wahrscheinlich einfach mal die Tools an sich durchschauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Genau, daher pauschal würde ich da jetzt mal nichts beantworten wollen. Genau, aber wie gesagt, innerhalb der Microsoft-Familie, Outlook spielt rein, Planner spielt rein, To-Do spielt rein, Lists nicht. Super, danke dir. Okay. Und dann ist es auch ein schöner Übergang. Dann gehen wir jetzt mal zu den Listen, so als neuestes Familienmitglied. Weil einen Nachteil habe ich jetzt gerade schon gesagt, alles, was ich in Listen mache, auch wenn es mir zugewiesen ist, wird nicht konsolidiert in To-Do. Ist jetzt eigentlich jetzt schon mal nicht so gut. Aber warum hat vielleicht trotzdem Lists seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung? Für mich ist Lists wirklich ergänzend zu den anderen beiden. Ich gehe mal beispielhaft mal in eins rein. Mitarbeiter onboarding. Da brauchst du mich nicht drin. Das ist ja spannend, ich kann meine eigene Liste nicht öffnen. warum kann ich meine Liste gerade nicht öffnen? Ja, jetzt schaut es besser aus. So, machen wir es so. Also das ist jetzt mal beispielhaft eine Liste. Und Listen oder Lists, die App, ist eigentlich nichts anderes, als dass ich Listen erstellen kann. Also pauschal ist Lists kein Tool allein für Aufgabenmanagement, sondern ist eigentlich ein Tool, was ich nutzen kann, um irgendwelche Themen, die in Form von einer Liste organisiert werden können, kann ich hier reintun. Das ist natürlich jetzt der Spektrum ein bisschen groß. Das bedarf auch manchmal gerne etwas für Fantasie. Was kann ich denn jetzt damit alles machen? Und daher ist hier wirklich am besten, das auch mit Beispielen zu machen. Was ich hier erstmal per se machen kann, ist im Grunde genommen eine Tabelle aufzubauen zu gewissen Themen. Ich kann jede Zeile in dieser Tabelle Menschen zuweisen in bestimmten Rollen, die ich hier oben bestimme. Die Menschen würden noch informiert werden, sage ich jetzt mal, wenn sie hier zugewiesen werden. Listen hier, und das ist wieder ein großer Vorteil, kann ich in Excel exportieren. Geht auch andersrum. Ich kann auch Excel-Listen, die ich habe, hier importieren. Und jetzt geht es wirklich so ein bisschen um die Kreativität. Wann würde ich das jetzt im Bereich Aufgabenmanagement nutzen? Und da ist eigentlich für mich immer so eine Unterscheidung. Ist das jetzt etwas, wo mit eine gewisse Routine verbunden ist, also so routinierte Abläufe, wo ich eigentlich nicht wirklich im Rahmen von dem Planner noch vermerken müsste. Weil das ist eigentlich so klar für alle, aber trotzdem muss vielleicht eine gewisse Routine eingehalten werden.
Das ist zum Beispiel ein Onboarding-Prozess von einem neuen Mitarbeiter. Jeder, der irgendwo anfängt in der Firma, ist eigentlich so ein ganz routinierter Prozess, was der neue Mitarbeiter zu durchlaufen hat. Für ihn ist es eine Aufgabe, weil er soll ja wahrscheinlich schon so ein Stück weit alle Punkte durcharbeiten. Aber es ist trotzdem eigentlich nichts, was ich jetzt im Rahmen von dem Planner machen würde, ihn nochmal darauf hinzuweisen, okay, jetzt musst du vielleicht die Anweisung nochmal lesen, jetzt liest dir mal bitte das durch, jetzt müsstest du die Schulung machen. Und da ist eigentlich dann so der neue Mitarbeiter, so ein bisschen ist immer schön am Mitschreiben, so was er denn jetzt machen soll und hier mitmachen soll. Es sei denn, es gibt vielleicht eine Checkliste irgendwo, die er hat. Aber eigentlich ist das auch wunderschön in Lists zu machen. Da kann ich auch mal das Beispiel zeigen, Mitarbeiter-Onboarding. Weil da kann ich im Grunde genommen so eine Liste nutzen. Dann habe ich sozusagen für jeden Einarbeitungspunkt sozusagen eine Zeile. Ich kann die neuen Mitarbeiter jeweils zuweisen in die Rolle Mitarbeiter. Ich kann auch sagen, wenn ihr ein Mentorsystem habt, das ist sozusagen mein Mentor. Und dann hat im Grunde genommen der Mitarbeiter für sich hier eine schöne Liste, die er abarbeiten kann, kann das für sich auch filtern. Was sollte ich denn am ersten Tag machen? Was ist Teil in der ersten Woche? Was sollte ich in der zweiten Woche machen? Und kann für sich dann hier auch sagen, ist es erledigt oder nicht erledigt? Und? Einen Schritt weiter, das kann ich euch später auch zeigen. Der Mentor könnte theoretisch auch informiert werden, sollte sich hier der Status ändern auf erledigt. Das heißt, in dem Fall der Mentor, der Michael, würde erfahren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Laptop fertig eingerichtet hätte. Also dadurch sind dann trotzdem alle informiert. Der neue Mitarbeiter hat einen Plan, kann das schön abarbeiten. Und ich kann das auch wiederverwenden, weil ich kann immer, wenn ein neuer Mitarbeiter hinzukommt, ihn hier als neuen Mitarbeiter reintun. Oder dann auch, wenn die Peggy dann fertig ist, nehmen wir die Peggy hier raus und das mit einem neuen hinterlegen. Also es ist wirklich so eine Routineaufgabe. Und sollte ich wirklich ein Protokoll haben wollen, könnte ich dann, wenn dann wirklich die Peggy alle Sachen durch hat, könnte ich das als Excel exportieren. Dann hätte ich das auch dokumentiert und könnte das gegebenenfalls in der Personalakte hinterlegen. Genau, also das ist mal so ein typisches Beispiel für Mitarbeiter oder für eine List oder wo ich es persönlich auch schon genutzt habe. Ich habe euch vorhin verraten, ich bin auch so im Testing unterwegs. Und wir hatten letztens, das ist ein kleineres Projekt gewesen, die hatten kein spezielles Testing-Tool. Was haben wir gemacht? Wir hatten im Grunde genommen die Sachen, die zu testen waren, waren im Jira. Dann haben wir aus Jira heraus die ganzen Stories, die da hinterlegt waren, exportiert. Haben die dann hier als Liste importiert, haben die ganzen Stories den verschiedenen Testern zugewiesen und so wusste jeder, welche Story von wem zu testen war. Und am Ende vom Testsprint konnten wir das ziehen und gucken, wie ist das Ergebnis. Und das hätten wir wahrscheinlich nie in Form von so einem Planner gemacht. Das wäre viel zu komplex, also viel zu, weil es ist eher so eine Checkliste, so dieses Testing, wer von euch vielleicht da unterwegs ist. Daher ist eigentlich List so, wenn man es erstmal so hört, ich erstelle eine Liste, was mache ich denn jetzt damit? Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, gibt es eigentlich wirklich sehr schöne Beispiele, die wie gesagt ergänzend zu To-Do oder Planner sind. Vielleicht gerade noch passend hier eine Frage. Mhm. Du hast ja gesagt, wenn zum Beispiel Thema Mentor, die können informiert werden, wenn der Status sich verändert. Mhm. Die erste Frage da dazu war, wie wird man informiert? Ist es per Mail oder was kann man da machen? Und eine zweite aufbauende Frage war, ist es möglich, dass mehrere Personen informiert werden? Ja, genau. Ich nehme das mal vorweg. Wie kann ich jetzt hier jemanden informieren? Und wir sind jetzt hier in der Browser-Ansicht. Und in der Browser-Ansicht gibt es hier diese Funktion Automatisieren. Und wenn ich da mal drauf gehe, kann ich hier Regeln festlegen. Sieht jetzt komplizierter aus, als es am Ende ist. Jetzt gehe ich hier mal auf Regel erstellen. Und dann gibt mir Microsoft hier 4 Varianten. Ich möchte informiert werden oder irgendjemand so informiert werden, wenn sich eine Spalte ändert, ein Wert sich ändert, wenn ein neues Element hinzugefügt wird oder gelöscht wird. So, in dem Fall möchte ich ja, wenn diese Spalte auf erledigt geht oder wenn der Wert sich verändert, dass der Mentor informiert wird. Das wäre im Grunde genommen die zweite Variante. Ein Wert verändert sich. Dann gehe ich da drauf. Und da kann ich jetzt festlegen, welcher Wert sollte ich ändern? In dem Fall möchte ich ja erledigt oder nicht.
Jetzt kann ich noch sagen, die Bedingung auswählen, und zwar, wenn derjenige einen Wert auswählt. So. Stopp, genau hier ist erledigt. Nicht. So, genau. Hier wäre es jetzt immer, wenn das auf Ja geht, also erledigt Ja, wird der Mentor informiert und dann kann ich jetzt hier unten die E-Mail-Adresse ausgeben. In dem Fall würde ich, weil es ja der Mentor ist, soll immer der Mentor informiert werden. Da in der Spalte Mentor, wenn ich das eingestellt habe, auch mehrere Mentoren hinterlegt werden können, würden alle Mentoren in dieser Spalte informiert werden, allerdings per E-Mail. Genau, dann gehe ich auf Erstellen. Und dann habe ich hier auch die Regeln, könnt ihr da auch nachträglich dann noch ändern. Danke dir herzlich. Und noch eine andere Frage. Ja. Kann man Lists mit Outlook kombinieren? Da hast du ja vorhin schon mal gesagt gehabt, es ist grundsätzlich Lists, sondern alleinstehend bzw. mit SharePoint verbunden, eher gut verwendbar mit Outlook. Wie sieht es denn da aus? Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das mit Outlook kombiniert werden kann. Planner kann man mit Outlook kombinieren, Lists mit Outlook. Danke dir. Wäre mir jetzt nicht bekannt. Mhm. Sehr gut. Genau, aber jetzt mal, wenn man jetzt hier wirklich nochmal alle drei Tools so ein Stück weit gegenüberstellt, ich denke wirklich die Haupttools, die man nutzt fürs Aufgabenmanagement, wird wirklich Planner und To-Do sein. Planner wirklich im Rahmen, wenn ich im Team mit jemandem zusammenarbeite. To-Do würde ich wirklich empfehlen, immer in Ergänzung, weil das ja dann mein Aufgabenbereich ist, dass ich das für mich organisieren kann. Und Lists immer wirklich nur ergänzend, wobei nur gar nicht so richtig dem Lists eigentlich so entspricht, weil man kann wirklich schöne Sachen machen, immer wenn es so routinierte Sachen sind, Standard, Prozessabläufe oder auch Events, habe ich dann später auch noch ein Beispiel. Auch für Events kann man schöne Listen erstellen für den Tag des Events. Ich öffne sie gerade mal. Man hat ja immer bei so größeren Sachen immer gewisse Abläufe. Man weiß, wo das stattfindet, wer für welchen Punkt zuständig ist. Zum Beispiel hier, wer ist für die Kaffeepause zuständig? Ja, in dem Fall ich. Genau, aber hier könnte man dann die verschiedenen Ansprechpartner hinterlegen. Und so weiß jeder genau, wer wann wo zu sein hat. Und auch hier kann man das dann wieder versehen mit bitte informiere den Ansprechpartner, wenn sich zum Beispiel der Raum ändert. Also sollte es, das geht ja schnell mal bei so einem Event, der Raum ändert sich plötzlich, es ist nicht mehr Schulungsraum 1, es ist Schulungsraum 2, dann würde der Ansprechpartner, der hier hinterlegt ist, informiert werden, sofern ich das hier oben mit einer Regel festgelegt habe. Ne? Und so ist es auch automatisiert, jeder ist immer up to date und weiß genau, wann er, wie gesagt, wo es sein soll. Genau. Okay. Vielleicht noch ein Hinweis zum Thema, zur Fragestellung, wie man informiert wird. Wir haben gesehen, es ist ja eine Mail, wo verschickt wird. Man hat hier oben, wenn man auf Automatisieren klickt nochmal, haben wir da noch die Option ganz unten, Power Automate, wo man, das geht ein bisschen natürlich ein Level weiter, wo man einen Flow entsprechend erstellen könnte, das ist eine Automatisierungsregel, wo man sagen könnte beispielsweise, wenn der Status sich ändert, dann nicht eine Mail versenden, sondern einen Beitrag in einem Kanal im Teams zum Beispiel erstellen, sodass alle Teammitglieder entsprechend wohl Zugriff auf diesen Kanal haben, auch informiert werden können. Also da gibt es schon viele verschiedene Möglichkeiten, die natürlich schnellste, beste, einfachste Variante ist, über das, was Peggy gezeigt hat, einfache Regel mit schon einfachen, intuitiven Auswahlmöglichkeiten, genau, wo man da hat, zum Einstellen. Einfach als Ergänzung. Danke dir, Peggy. Danke dir. Okay. Dann würde ich doch jetzt gern in Teams wechseln wollen, dass ich euch das auch gerne mal zeige, wie man das dort schön einbinden kann. So, und da sind wir jetzt in Teams drin. Und ich habe jetzt hier mal das Team Projekt Digicom und ihr könnt hier oben schon sehen, da gibt es ganz viele Register. Und ich habe jetzt hier schon mal beispielhaft welche hinzugefügt.
Zum Beispiel habe ich hier das Tool Planner ergänzt. Und so ist jeder, der hier drin ist in diesem Team, hat hier direkt ohne Medienbruch das hier in dem Tool Teams auch parat und kann hier jederzeit schauen, wer steckt jetzt wo gerade, was sind vielleicht auch meine Aufgaben, kann das hier von links nach rechts schieben, man kann jederzeit sich die Diagramme einsehen und man kann auch hier rüber, jetzt wenn man zum Beispiel gerade in einem Meeting ist, auch direkt ad hoc auch hier aus Teams heraus neue Aufgaben hinzufügen. Was hier hinzugekommen ist, auch dank Lists, ist die Erweiterung, weil das war noch so lange so ein, da haben viele drauf gewartet, weil das nicht so effizient war, weil hier können die Boards teilweise wirklich sehr groß sein. Also sind ganz viele Aufgaben und da hat man doch öfters mal den Wunsch, okay, jetzt habe ich hier gerade 10 Aufgaben fertig, jetzt möchte ich die gerne alle aufs Mal auf erledigt setzen. Das war bis vor kurzem nicht möglich. Das ist jetzt erst möglich, seitdem ich hier diese Listenansicht habe. Das ist jetzt wieder ähnlich wie Lists. Und jetzt kann ich hier wirklich sagen, ich markiere mir hier mehrere aufs Mal und kann hier oben dann über Fälligkeitsdatum anderen zuweisen, wie auch immer, das dann wirklich aufs Mal machen. Wo man hier ein bisschen aufpassen muss, da tappe ich selber auch gerne jedes Mal rein. Markieren ist wirklich, ich muss hier irgendwo reinklicken. Es meint nicht hier vorne markieren. Wenn ich hier vorne raufklicke, heißt es erledigt. Also wenn es wirklich darum geht, ihr möchtet einige Sachen aufs Mal jemanden anderen zuweisen, dann würde ich hier in der Mitte markieren, aber nicht hier vorne. Hier vorne ist jetzt auch erledigt. Das ist noch so ein bisschen so eine kleine Krux hier in dieser Ansicht. Lists, auch einbindbar. Da habe ich jetzt hier beispielhaft mal das Mitarbeiter-Onboarding drin. Ne? Auch hier, auch vor, ja, man kann schon sagen, voller Funktionsumfang, möchte ich jetzt mal so behaupten, kann ich hier wunderschön auch anzeigen lassen, auch wieder ohne Medienbruch. Also wenn Peggy jetzt neue Mitarbeiterin hier dazukommt, kann direkt in Teams heraus gucken, okay, was ist denn jetzt so mein nächstes To-Do? Ich hatte vorhin mal noch ein anderes Beispiel, hat weniger was mit Aufgabenmanagement zu tun, aber ich finde auch eine schöne Funktion, um Lists zu nutzen. Bei Digicom, ich denke auch bei anderen, gibt es immer so ein Ressourcenmanagement, wenn man sich so Sachen ausleihen kann. Auch dafür kann man Lists verwenden, dass man genau Listen macht, über welche Ressourcen sind denn parat und kann die mit Stati versehen. Inwiefern sind die gerade in Verwendung, in Reparatur, man kann die reservieren, entsprechend zuweisen, Startverleih und so weiter. Also sowas ist auch in Lists möglich. Und von der Bearbeitung her würde ich hier gerne auch noch auf ein, was zugehen, weil es gibt hier zwei Varianten, wie ich hier neue Elemente hinzufügen kann in Lists. Das eine ist, ich gehe wirklich klassisch auf neues Element und das Formular öffnet sich zum Ausfüllen. Die andere Variante, und das ist manchmal, finde ich, fast eine schnellere Lösung, ich kann hier in Rasteransicht bearbeiten gehen und dann kann ich sozusagen inline neue Sachen hinzufügen. Also hier ein neues Element hinzufügen, kann ich hier direkt heraus sagen, was gibt es hier ein neues Element. Ich kann auch von oben die Sachen, ähnlich wie in Excel, kopieren und einfügen. Ich kann auch mehrere Sachen kopieren und einfügen. Was nicht geht, sind Bilder. Das nehme ich gleich mal vorweg. Das Bild kann ich nicht kopieren und hier nach unten. Und was auch geht, wenn ich das würde, auch ich kann ähnlich wie in Excel die Sachen auch hier runterziehen. Also das ist, ja, das hat man so auch wirklich aus Excel so ein Stück weit übernommen und dadurch natürlich auch eine sehr effiziente Lösung geschaffen, wie ich hier schnell auch neue Listenelemente hinzufügen kann. Gehe ich auf Beenden, gucken, ob er jetzt schimpft. Nein, das ist. So, genau. So, wie fügt man das jetzt hinzu? Jetzt habe ich euch ja nur gezeigt, ja, es geht, aber wie? Das versteckt sich immer über dieses Pluszeichen. Ne? Also wenn ihr in einem Kanal drin seid, ne, das Ganze hier ist ein Team und innerhalb des Teams hat man ja Kanäle. Und wenn ich in einem Kanal bin, gibt es oben bei diesen Registern so ein Pluszeichen, Registerkarte hinzufügen. Und wenn ich da drauf gehe, werden mir die verschiedenen Apps angezeigt. Hier vielleicht ein Hinweis, es kann sein, wenn
dass so die Ansicht hier bei euch anders aussieht. Das liegt daran, dass ich diese Liste von der IT her einschränken kann. Also was erlaube ich denn als meine Unternehmung, meinen Mitarbeitern hier zu ergänzen? Also es kann sein, dass ihr vielleicht Lists nicht findet. Kann durchaus passieren. Dann vielleicht würde ich mal in der IT nachfragen, warum das nicht geht, ob es da eine Reglementierung gibt. Genau, aber ansonsten kann ich hier List suchen, ich kann Planner suchen. Nein, Planner kann ich nicht suchen, weil wenn ich Planner eingebe, kommt nicht mehr Planner, sondern Task. Genau, das ist noch eine wichtige Ergänzung. In Teams selber gibt es nicht die Begriffe Planner und To-Do, sondern in Teams heißt das Ding Tasks. War auch immer so ein Thema, als es aufkam, war neue Tasks-App, wo finde ich denn die Tasks-App? Da hieß es nämlich noch nicht Task, da hieß wirklich noch Planner. Jetzt wirklich nach Tasks suchen, beziehungsweise jetzt haben wir noch auch die Überleitung mit Planner, findet er Tasks, aber es ist genau das, was es hier ist. So, und jetzt kann ich das hier anwählen. Und dann kann ich entweder hier wirklich einen neuen Plan erstellen, ich kann einen vorhandenen Plan erstellen. Ich mache jetzt hier einen neuen Plan erstellen. Und dann wird das hier als neues Register hinzugefügt und schon kann ich damit arbeiten. Von der Ansicht her, in dem Fall, wenn ich das hier als Register innerhalb von einem Kanal hinzufüge, ist das die Ansicht wie im Planner, wie wir es vorher in der Pause-Ansicht haben. Wenn ich dieses Tasks hinzufüge, vielleicht hat es der ein oder andere schon erspäht, ich kann hier auf der linken Seite die Navigation erweitern. Hier kann ich auch die Tasks-App suchen. Hier ist allerdings dann die Ansicht von To-Do. Also wenn ich diese mein Bereich haben will innerhalb von Teams, dann hier auf die drei Pünktchen gehen, dann hier nach der App Tasks suchen, bestätigen und dann habt ihr hier in der Navigation Tasks und habt hier die Ansicht von To-Do. Also habt ihr dann hier alle Pläne konsolidiert, alle eure To-Dos, die ihr euch angelegt habt, auch hier an einem Ort parat. Genau. Vielleicht nochmal eine Frage zu Lists, bevor wir nochmal zu Tasks wechseln. Da war eine Frage, du hast ja das Beispiel gezeigt mit dem Onboarding von Mitarbeitern. Und da war die Frage, wenn mehrere gleichzeitig ongeboardet werden, gibt es dann separate Listen oder gibt es eine Liste, wo beide bearbeiten oder zwei, drei Personen gleichzeitig bearbeiten? Wie würde das dann aufgebaut werden? Da gibt es kein, wie sollte man das machen? Es ist alles möglich. Also ihr könntet euch entscheiden, dass ihr eine Liste habt und wenn ihr mehrere habt, die da einsteigen, könnt ihr bei den Mitarbeitern mehrere hinzufügen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier auch so drin habe, dass ich hier mehrere, sonst kann ich das einstellen. Kann ich hier die Aufgabe mehreren zuweisen. So. Jetzt passt natürlich das mit diesem Erledigt nicht mehr zusammen. Also wenn es euch wichtig ist, würde ich zu gucken, welcher neue Mitarbeiter hat was erledigt. Dann würde ich eher dazu übergehen zu sagen, okay, für jeden Mitarbeiter mache ich hier eine Zeile. Also dann hat das mal. Jetzt gehe ich. So. Ich wollte euch gerade zeigen, dass man das kopieren kann. Ich mache es so gut. So. Hier. Jetzt gehe ich hier unten einfügen und jetzt nehme ich mich da raus. So, und jetzt hat Abdul seine Zeile und so könnte man jetzt das dann später nach Mitarbeiter filtern zum Beispiel. Dann sehe ich, okay, welche Mitarbeiter steckt denn wo. Man kann natürlich auch sagen, ich mache für jeden Mitarbeiter eine einzelne Liste. Auch das ist möglich. Also es kommt wirklich so ein bisschen drauf an, wie ihr das für euch am besten nutzen wollt. Also es ist alles möglich. Da gibt es kein, so muss es gehen. Und kannst du uns vielleicht zeigen,
wie man so eine Liste kopiert, damit wir das auch vielleicht gesehen haben. Wenn man die gesamte Liste zum Beispiel pro Person nachher macht, einfach eine Kopie und entsprechend dann den Mitarbeiter entsprechend anpassen. In diesem Fall, weil schon bereits Mitarbeiter drin ist, sonst könnte man ja vermutlich eine Vorlage machen und dann, wenn eine neue Person hinzukommt, die Mitarbeiter dann entsprechend hineingeben. Aber in Lists selber, in der List-App, sollte es möglich sein, ihn natürlich zu kopieren. Jetzt hier im Teams vermutlich weniger. Genau. Ich wollte gerade gucken, ob es schon geht. Genau, Entschuldigung. genau, also da kann ich, jetzt gehe ich wieder in die Browser-Version. So. Ja. So. Abdul, weißt du gerade ganz schnell, wo ich das finde? Entschuldigung. du hast recht. Ich sehe das jetzt gerade spontan auch nicht. Ich hätte gedacht, eben genauso dort, wo du drin warst. Ja, ich glaube, da muss ich mal kurz unterscheiden, ob das meine Liste ist oder... Von dir erstellt oder die hinzugefügt worden ist, genau. Sonst geht es wahrscheinlich in SharePoint. Eine andere Version, Variante wäre es ja, wenn du eine neue Liste erstellst oder auf eine bestehende, vorhandene Liste zurückgreifst. Mhm. Variante wäre ja auch. Mhm. Genau, das könnte ich mir noch vorstellen über SharePoint selber, ja. Ja, können wir sonst am Schluss nochmal auf. Danke dir. Es gibt aktuell noch keine andere Frage, wobei eine Antwort zum vorherigen Beispiel, man hätte auch exportieren in Excel können und wieder importieren von Excel, war ein Vorschlag, genau. Genau. Also das geht immer. Hier kann ich es exportieren, ich kann es dann auch importieren. Okay, jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf mein Handy wechseln wollen, um da nochmal die Mobilversion zu zeigen, wie das dort ausschaut. Und ich denke, danach haben wir dann auch noch Zeit für einige Fragen. Dann würde ich jetzt gerade mal kurz mein Handy spielen. Vielleicht während das Ganze passiert, mit was im Handy arbeitest du jetzt gerade, mit dem Android, gell? Genau, ich bin mit Android unterwegs, mit Samsung. Und genau. Abdul, kannst du mir gerade sagen, ob du das Handy siehst, Handyansicht? Ja, ich sehe die Ansicht. Jetzt bist du gerade in der Microsoft im Container. Genau. Genau, sehr gut. Genau. Wie ganz am Anfang, wenn ihr euch vielleicht noch an die Folie erinnert, gibt es ja oftmals eine Mobile-Version der App. Da ich jetzt hier ein Android habe, halt in den entsprechenden Store gehen, Google Store oder wie auch immer. Und dort könnt ihr nach der App suchen und euch downloaden. Wenn ihr dann das erste Mal die App öffnet, werdet ihr gebeten, eure Zugangsdaten einzugeben. Ihr habt ja zu jedem Microsoft-Konto Zugangsdaten, also eine E-Mail-Adresse, ein Passwort. Das gebt ihr ein und dann ist schon fix, fertig alles verbunden und ihr könnt loslegen. Und ich würde jetzt mal ganz kurz starten wollen, tatsächlich mit Teams, um da mal den kleinen Nachteil zu zeigen. Weil wir haben jetzt gerade eigentlich schön gesehen, alles in Teams an einem Ort zusammen. Jetzt gehe ich hier wirklich mal in unser Projekt Digicom rein. Und wenn ich jetzt auf Mehr oben rechts gehe, da fällt schon mal ein Wichtiges auf. Die Liste, das war ja dieses Ressourcenmanagement und Mitarbeiter-Onboarding, wird mir hier nicht angezeigt. Also in der mobilen Version von Android kann ich innerhalb von Teams Lists nicht einsehen. Und Planner kann ich zwar sehen, aber da kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist nicht die vollumfassende Ansicht, so wie wir es bei Teams haben. Also ich habe hier wirklich nur die Sachen so untereinander, kann schnell mal eine Aufgabe hinzufügen. Der konkret für diese beiden, für Planner und auch für To-Do, würde ich mobil wirklich lieber direkt mit den entsprechenden Apps arbeiten. Und das öffne ich euch gern mal. Ich öffne jetzt mal To-Do.
Und da sind wir wieder in der Ansicht, wie wir es vorhin im Browser gesehen haben. Auch hier habe ich meinen Tag. Und das seht ihr auch hier, es hat es bereits synchronisiert. Ich habe das ja vorhin über den Browser mir meinen Tag zusammengeklickt. Ist jetzt mobil schon verfügbar und kann jetzt mobil auch hier meine Aufgaben nachgehen. Und ansonsten hier in den verschiedenen Ansichten kann ich mir meine ganzen zugewiesenen Aufgaben sehen. Auch hier in To-Do natürlich die konsolidierten Aufgaben aus den Plänen, wo ich Mitglied bin. Und wie schaut es aus bei Planner? Da öffne ich jetzt wirklich explizit die Planner-App. Und da habe ich die Möglichkeit, jetzt hier wirklich in diese konkreten erstellten Planner zu gehen. Gehe ich mal in das erste rein. Und hier habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, ich bin jetzt hier in der Ansicht, wie ihr seht, mit nicht begonnen, also die statusbezogene Ansicht, und durch Wischen komme ich jetzt in die verschiedenen Stati rein. Jetzt bin ich zum Beispiel im Bereich erledigt. Jetzt bin ich im Bereich in Arbeit. Das war bei Teams nicht möglich. Und was ich hier auch einsehen kann mittlerweile, ihr habt oben rechts so ein kleines Diagrammsymbol. Ich kann hier über die App auch die gucken, wie momentan so die Verteilung ist. Gibt es nicht begonnene Aufgaben? Gibt es nicht zugewiesene Aufgaben? Also das kann ich auch mobil einsehen. Na, natürlich auch hier in der Ansicht neue Aufgaben ergänzen, ist hier natürlich auch kein Problem. So, und wo finde ich jetzt die Lists? War ja auch auf Android, ist App noch nicht verfügbar. Für die, die iPhone haben von euch, ihr könnt Lists als App runterladen, ihr habt das Problem nicht. Und hierzu, wenn ihr das im Android eure Listen sucht, dazu braucht ihr SharePoint, die SharePoint-App. Das seht ihr bei mir oben rechts, jetzt gehe ich da hin. Und da, bei mir habe ich es jetzt schon mal im Schnellzugriff gelegt, dort kann ich jetzt auf die Listen auch hier mobil zugreifen. Jetzt gehe ich mal auf Mitarbeiter, Onboarding. Das schaut dann hier so aus. Das ist natürlich jetzt nicht die komplette Tabelle. Es ist noch nicht so umfangreich, vielleicht für die, die jetzt gerade ihr iPhone in Händen haben. Sieht bei euch schon ein bisschen schöner aus. Ihr könnt da dann auch so ein bisschen nach drüben gehen, also so mit Wischen, sage ich jetzt mal im weitesten. Dann würde ich Spalte für Spalte durchgehen. Das geht hier nicht. Genau. Ne, aber es gibt eine Möglichkeit, auch das mobil zu nutzen. Ist halt jetzt noch ein bisschen, für die, die Android haben, noch ein bisschen tricky. Genau. Aber so findet ihr, wie gesagt, auch mobil jederzeit Zugriff auf eure Aufgaben und könnt das Ganze auch von mobil aus tracken und schauen, was steht denn heute noch an. Genau. Abdul, gibt es gerade Fragen bezüglich mobil, weil sonst würde ich wieder zum Desktop wechseln. Soweit sehe ich keine weiteren Fragen. Du hast noch ein paar wenige Minuten, einfach dran denken. Genau. Genau. Weil dann würde ich jetzt weggehen auf die mobile, wieder auf meinen Desktop und wäre frei für die Fragerunde. Perfekt. Vielleicht nochmal danke nochmals für die Inputs, Peggy. Wir haben nochmal gesehen, dass es wirklich orts- und geräteunabhängiges Arbeiten wirklich stark ermöglicht wird mit den Tools. Man kann unterwegs zur Arbeit mal kurz schauen, was sind denn die Aufgaben von heute? Wie will ich meinen Tag planen? Wie sieht es aus mit zum Beispiel eben Onboarding-Prozess, sodass ich bis zur Arbeit schon alles über alles informiert bin und ready bin, oder? Genau. Vielleicht gerade jetzt in die Runde, gibt es noch Fragen zu Planner, To-Do, Lists, Teams entsprechend? Wie sieht es hier aus? Jetzt sollte auch möglich sein, die Stummschaltung aufzuheben, falls man direkt die Frage so stellen möchte, sehr gerne. Soweit keine Fragen. Dann sage ich nur herzlichen Dank, Peggy, für die Einführung. Ich übernehme gerade wieder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Und zu guter Letzt, wie ihr wisst, bei uns gibt es natürlich die entsprechenden Vorbereitungen dazu, wenn entsprechend noch vertiefte Informationen rund um das Thema Taskmanagement benötigt sind oder mal
rund um die Thematik, welche Apps sind mit dem Outlook Online zum Beispiel verbunden werden können, etc. Da haben wir entsprechende fortführende Kursangebote. Einfach nochmal vorausschauen zu den nächsten DigiSnacks, eine kurze Information dazu. Demnächst, am 20. nächste Woche Dienstag, findet dann die Thematik zum E-Commerce statt, neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle. Es geht weiter mit dem Change Management, mit dem, der App Blazor und schlussendlich mit den Möglichkeiten der Zertifizierung im Bereich von Project Management mit dem Herrn Bialas. Wie immer wären wir sehr froh für jegliche Tadel, Empfehlungen, Kommentare. Nutzt es, gibt uns Feedback, sodass wir auch Ideen für mögliche andere DigiSnacks für die Zukunft, sodass wir die wirklich anwenden können. Und wie wir schon erwähnt haben ganz am Anfang, die Präsentation von Peggy ganz am Anfang wird nochmals verteilt und Informationen werden nochmal allen zugänglich gemacht. Sonst bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen wie herzlichen Dank. Danke für die Teilnahme. Wir haben es pünktlich geschafft, fast überpünktlich. Und danke dir, Peggy, nochmals für die wertvollen Inputs. Jetzt können wir noch effizienter und produktiver arbeiten. Das heißt ja nicht umsonst, work smarter, not harder, oder? Dankeschön und danke fürs Anmelden und dabei sein.